Hi. Hi, guys. Welcome back to another live stream. I'm waiting for my coffee right now, otherwise I cannot focus. How is everybody doing? Oops. I have the live stream in another browser tab here. So, wann seid ihr aufgestanden? When did you guys get up? Wann seid ihr aufgestanden? Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden. I got up half an hour ago. Wann seid ihr aufgestanden? Wann seid ihr aufgestanden? Seid ihr fit? Are you guys? We say that in Germany when, like, if we want to ask somebody, are you feeling well? Are you feeling good? Then we ask, seid ihr fit? Oder if you're just talking to one person, bist du fit? Ich bin noch nicht ganz fit. Ich bin noch nicht ganz fit. I'm not feeling 100% yet. Um 6 Uhr. Okay, Linda ist um 7 Uhr aufgestanden. 5:35 Uhr, wow. You have to say, ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. I got up 2 hours ago, okay? Ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. Okay, cool. Und die anderen? Ah, Sadra ist auch vor 2 Stunden aufgestanden. Cool, sehr gut. Also, ich muss mir meinen Kaffee holen, eine Sekunde. So, jetzt bin ich funktionsfähig. Now I'm able to work. Ja, wie geht es euch? Wie geht es euch? How are you guys doing? Wie geht es euch? Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier. I was at a Christmas party yesterday. Ich war gestern auf einer Weihnachtsfeier. Und ich habe ein bisschen Glühwein getrunken. I drank a little bit of hot wine or glowing wine, literally. Ich habe ein bisschen Glühwein getrunken. Aber nur ein bisschen, just a little bit. Nur ein bisschen means just a little bit. Nur ein bisschen. Just a little bit. Das ist kein Glas, das ist eine Tasse. It's not a glass, it's a cup. Das ist eine Tasse. Das ist meine Lieblingstasse. I think you guys know that if you've been following me. Das ist eine Tasse. That's a cup. So what are we going to do today? Today we are going to talk about German verbs and we're going to talk about a lot of verbs and a lot of tenses. So hope you're ready. Get something to write with. And maybe some paper if you need it, or your laptop or iPad, whatever you need to write things down, okay? Because we're going to be doing a lot of examples and a lot of practice today, okay? So, ich würde sagen, wir starten mit einem ganz wichtigen Verb. We're going to get started with a very important verb, which is lernen. Lernen. Lernen means to learn. Oops, I wrote that double. To learn or to study is lernen, okay? To learn or to study. So, for example, if you want to say, I am studying German or learning German, you would say, ich lerne Deutsch. By the way, this is for complete beginners, this live stream. So, if you are already at like an A2 or B1 or B2 level, then this is going to be too easy for you. Well, maybe A2 is okay, but B1 definitely too easy, okay? Yeah. Es sieht aus wie ein Fass. Yeah, it kind of looks like one, yeah. Fass is like a barrel. Yeah, es ist eine sehr große Tasse. Aber ich trinke Kaffee mit Hafermilch. Also, das ist kein purer Kaffee. It's not pure coffee. Es ist Kaffee mit Hafermilch. It's coffee with oat milk. Schön, dass ihr so viele seid heute. Ja, also lernen, lernen. Let's
conjugate that. Ich lerne, I'm learning or I'm studying. Du lernst, you, informal, are learning or studying. Er, sie, es lernt, he, she or it is learning. Wir lernen, we are learning. Ihr lernt, you guys are learning or studying. Sie lernen, they are studying. Und sie lernen, you, formal, are studying. Okay, write that down if you need it. I thought you were saying you look like a Fass. Ich sehe aus wie ein Fass. I was like, really? Do I really look fat? But he said that my cup looks like a Fass. Fass is a barrel. It's like a huge thing. Yeah? Das Fass, barrel. Genau. Okay. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich lerne mit Lingoni, genau. Ich lerne mit Lingoni. Lingoni is not capitalized. It's written with a lowercase L. Yeah. Okay. By the way, I have a secret for you guys. Before we dive deeper into this lesson, there is a link in the description below that gives you 25% off. And we don't have that discount on our website right now. So this is only for the people in the live stream. So you guys, you can still get 25% off on all of our subscriptions. Okay. You have to use the link in the description below. And if you're not sure yet, if you want to buy or not, you can use the trial link, which is also in the description, and that will give you 7 days free access to our application, okay? Schön. Weiter geht's. Lernen. So I just taught you that in the present tense, right? The conjugation I just gave you. Now another very important tense we're going to look at today is das Perfekt, the perfect tense. This is a tense in the past, and we use that all the time when we speak. So in spoken language, when you talk about the past, you need to, most of the time, you need to use perfect, okay? So if you want to say, I have learned, or I learned, you would say, ich habe gelernt. Zum Beispiel, ich habe Deutsch in 4 Jahren gelernt. So I learned German in 4 years. It took me 4 years to learn German. Ich habe Deutsch in 4 Jahren gelernt. Oder ich habe Deutsch vor 4 Jahren gelernt. That means I studied German 4 years ago. I'm not studying it anymore, but I studied it 4 years ago. Okay. Genau. The perfect past today. Just das perfekt, okay? So, genau. Or you can say, ich lerne seit einem Jahr Deutsch. This means I have been learning German for 1 year. So you started a year ago and you're still learning it. Yeah. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Okay. Genau. Okay. Also, seit wann lernt ihr Deutsch? So, since when have you guys been learning German? Maybe you can try to answer that in a sentence. Seit wann lernt ihr Deutsch? I just gave you some examples, so you should be able to do it. Let's see. Seit wann lernt ihr Deutsch? Seit 2 Wochen, seit 3 Wochen, seit einem Jahr, seit 4 Jahren. Erzählt es mir. Seit wann? Hm? You would have to say, ich lerne seit September Deutsch. Angela, you have to say, ich habe vor 2 Jahren Deutsch gelernt. So that means you're not learning German anymore, but you learned it 2 years ago. Is that what you're trying to say? And Linda, it's seit einem Jahr. You have to use the dative case there. Seit einem Jahr. Saif, maybe you're trying to say, ich lerne seit 6 Monaten Deutsch. So I have been learning German for 6 months. That means you started 6 months ago and you're still learning it. Akbula, ich lerne seit einem Monat Deutsch. I have been learning it for 1 month. I started 1 month ago. Okay. Guter Satz. Ich lerne seit gestern Deutsch. So just 1 day. Seit einem Tag. Cool. Krass.
Ich spreche kein Deutsch. I don't speak any German. That's what it means. Ich spreche kein Deutsch. I have been learning German. Ist ich lerne. It's just the present tense in German. It's easier than in English. How? Okay, this is a good question. How do we say I studied German for 1 year, but now I've stopped? In that case, you have to say ich habe ein Jahr lang Deutsch gelernt. You don't have to say lang necessarily, but you can say ich habe ein Jahr Deutsch gelernt oder ich habe ein Jahr lang Deutsch gelernt. Ich lerne seit einem Monat Deutsch. Cool. Ich lerne seit 2 Jahren. Okay. Ich kann Deutsch, which means I am able to speak or write German or communicate in German. Ich kann Deutsch. Ja. Okay. Ich lerne Deutsch. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Cool. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Lernt ihr noch andere Sprachen? Are you guys still studying other languages? Lernt ihr noch andere Sprachen? Und wenn ja, welche? Wenn ja, welche? So, if you are studying other languages, which ones are you studying? Ich lerne manchmal Russisch. So, sometimes I study Russian. Ich lerne manchmal Russisch. Genau. Und ich übe meine anderen Sprachen. I am practicing my other languages. Okay, Marc, ich lerne seit 2019 Deutsch, seit 3 Jahren. Cool, sehr schön. Ich habe vor einem Jahr kein Deutsch. Salat, are you trying to say, like 1 year ago I did not study German? Ich habe vor einem Jahr kein Deutsch gelernt. So this means 1 year ago I did not study German. Now I do study German, but 1 year ago I didn't. Okay, ich habe Englisch und Französisch vor 3 Jahren gelernt. By the way, we also have an application for English and French. So, Lingoni English and Lingoni French, if you're interested. You can find all the info on lingoni.com. Genau. Cool, wenn ich Zeit habe, lerne ich ein bisschen Französisch. When I have time, I study a little bit of French. Mhm. Jetzt lerne ich nur Deutsch, aber ich kann andere Sprachen. So this means now I'm only studying German, but I know other languages. The question was, die Frage war, lernt ihr noch andere Sprachen? Are you guys still studying other languages, except for German? Ja? Lernt ihr noch andere Sprachen? Ja. Okay. So, weiter. Die nächste Frage. Was ist mit den anderen? Nein, ich habe keine Zeit. No, I don't have time. Also, Vinod hat keine Zeit, andere Sprachen zu lernen. Italienisch, okay. You would write it this way. Italienisch. Okay, gut. Super. Lernen, okay. Ich würde sagen, let's go on and talk about the next verb, which is wohnen, to live. We talked about that in our very first, well, not in the first one, but in the live stream, I think 2 weeks ago, where I taught you how to introduce yourself in German. You can still find all of our live streams on the YouTube channel, Lingoni German, and it's the one title, and it's with the title entitled Learn German in 7 Days. That's how where I taught you how to introduce yourself, okay? Außer Deutsch und Englisch, welche Sprachen sprichst du, Jenny? Also ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Aber Portugiesisch mittlerweile nicht mehr so gut. I haven't practiced Portuguese in a long time. Ich habe seit langem kein Portugiesisch mehr gelernt. So I haven't practiced Portuguese in a very long time. Oder actually gelernt oder geübt. Üben means to practice. Üben to practice. Früher habe ich sehr oft Portugiesisch geübt. So, in the past, I practiced Portuguese very often or a lot.
jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Zeit. Habt ihr viel Zeit, Deutsch zu lernen? Do you guys have a lot of time to practice and learn German? Habt ihr viel Zeit, Deutsch zu lernen? Tudo bem? Olá, sagt man, glaube ich, in Portugal. Ne? In Brasilien sagt man oi. Oi, tudo bem? Ich wohne in Bregenz, ja. Cool. Wir haben über das Verb wohnen gesprochen. Ne? We talked about the verb wohnen, actually, to live. Ja, also wohnen. Let's conjugate that. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Write that down. By the way, there's also a live stream where I talked about pronouns. So if you don't know what ich, du, er, sie, es means, you should watch that live stream. Eliel, you have to say, ich wohne in England. I live in England. Ich wohne in England. Ich wohne in der Nähe von Köln. I want to tell you exactly where, because it's a small town, but I live close to Cologne. Ich wohne in der Nähe von Köln. In der Nähe von means close to. Close to. Okay? So, gut. Ich wohne in der Nähe von Düsseldorf. Okay, Düsseldorf mit Ü, ne? Nicht mit U. Ich wohne seit 2 Wochen in Berlin. So, I have been living in Berlin for 2 weeks. Das ist noch nicht so lange. Gefällt es dir? Do you like it? Gefällt es dir in Berlin? Gefällt es dir in Berlin? Okay, Marc wohnt in Frankfurt. Niederösterreich, okay. Gut. Salat sagt, ich habe früher in Italien gewohnt. So, in the past, I lived in Italy. Es gefällt mir sehr gut in Berlin. I like it a lot in Berlin. Okay. Ich wohne in Südkorea. Südkorea. Oh, sorry, I misspelled it. Südkorea. Und Chanda, ich wohne seit 22 Jahren in Indien. So I have been living in India for 22 years. Ich wohne seit 3 Jahren in Speyer, eine historische Stadt. Ich wohne in der Nähe von Manchester, okay. In den USA, ne? In den USA, nicht in der USA, in den. Ich wohne in den USA. Ich wohne in einem Hochhaus, aber ich würde gerne in einem Bauernhaus wohnen. I live in a high built skyscraper, but I would like to live in a farmer's house. Farmhouse. Okay. Ich wohne in der Türkei. Ich wohne in Trier. Ich wohne auf Korfu. Okay, cool. Sehr gut. Das nächste Verb ist, let's see. We cannot talk about like all the verbs, but we can talk about a lot of them. Sprechen. Sprechen is a very important verb. It means to speak. Ich spreche 5 Sprachen. Ich spreche 5 Sprachen. I speak 5 languages. Wie viele Sprachen sprecht ihr? That's hard to pronounce. How many languages do you guys speak? Wie viele Sprachen sprecht ihr? Und welche? And which ones? Ich kann Hindi, Englisch, Marathi und ein bisschen Deutsch sprechen. Cool. Ein bisschen, ne? So schreibt man das, ein bisschen.
spreche zwei Sprachen. Remember to capitalize Sprachen, because it's a noun, okay? Zwei Sprachen. So. Cool. Ich spreche drei Sprachen. I speak three languages. Meine Muttersprache, my mother tongue, und ein bisschen Deutsch und Französisch. And a little bit of German and French. Okay. Ich spreche Englisch, Arabisch und ein bisschen Deutsch. Okay. Ich spreche vier Sprachen. Englisch, Tamil, Malayalam, I don't even know that language, und ein bisschen Deutsch. Ich spreche drei Sprachen. Koreanisch, Englisch und Chinesisch. This is how you write it. Koreanisch, Englisch und Chinesisch. Ja. Yeah. I guess Malayalam has to be an Indian language. That's my guess. Because India has a lot of languages. Okay, sprechen. Das nächste Verb, the next verb we're going to talk about is, let's see, kommen, to come. Oh, by the way, we also have, I don't know if you knew that, but we have a video on our channel called The Top 100 German Verbs. I will put that into the description below and here. I don't know if you can click on the link if I put it there. But in any case, I will put that into the description below, and it teaches you 100 verbs in three tenses. So that might be interesting for you. Okay. I will put that into the description right now, and then you would have to refresh to find the link. Top 100 German verbs. Okay, weiter. Kommen. Ich komme aus Deutschland, aber ich habe in Deutschland, USA, Frankreich, Argentinien. Ich habe in vier Ländern gewohnt. So, I come from Germany, but I have lived in four countries. Ich habe in vier Ländern gewohnt. Habt ihr auch schon mal im Ausland gewohnt? Have you guys lived abroad? Und wenn ja, wo? Habt ihr auch schon mal im Ausland gewohnt? Have you guys lived abroad? Im Ausland means like literally in the outer land, so abroad or in a foreign country. Ich habe in Frankreich gewohnt. Ich habe in Frankreich studiert und gearbeitet. Ich habe in Frankreich studiert und gearbeitet. Ich bin in den USA zur Schule gegangen. I went to school in the US, in die Grundschule und in die weiterführende Schule. Und ich habe in Argentinien gearbeitet. I worked in Argentina. Und was ist mit euch? What about you guys? Marc sagt, ich spreche nur Englisch und ein bisschen Deutsch, aber ich verstehe viel Deutsch. Ich habe nur in Italien gewohnt, aber ich würde gerne versuchen, im Ausland zu leben. Okay, ein guter, ein sehr schöner deutscher Satz. I only lived in Italy, but I would like to try to live abroad. Okay, das kannst du schaffen. Es ist einfach, in der EU zu, wenn man aus der EU kommt, kannst du in ein anderes europäisches Land gehen ohne Probleme, ne? So if you live in the EU, it's really easy to go to another EU country to live there. You don't need a visa. I like that about the EU. Gracie, du musst sagen, ich habe 2 Jahre lang in Katar gearbeitet. Hast du dort die Fußballstadien gebaut? Nein, das war nicht ernst gemeint. Maybe you did, I don't know. So you would say, I worked in Qatar for 2 years. That's how we say it in German. I have 2 years long in Qatar worked. Ich habe 2 Jahre lang in Katar gearbeitet. Ich habe 1 Jahr lang in Frankreich gelebt oder gewohnt, both work. Und ich habe 3 Jahre lang in Argentinien gelebt. Und ich habe 3 Jahre lang in den USA gelebt. Und in Deutschland habe ich,
Wie lange habe ich in Deutschland gewohnt? 29 Jahre. Ich habe 29 Jahre in Deutschland gelebt. I guess it's time for me to go abroad again. Maybe one day. Ich habe in der Türkei gewohnt, aber seit einem Jahr lebe und arbeite ich in Deutschland. Guter Satz. Also, I lived in Turkey, but I have been living and working in Germany for one year. Ich komme aus Indien. Ich habe in Kuwait gewohnt, not gewöhnt, that's another verb, weil ich dort gearbeitet habe, because I worked there. Ich lebe in einer Stadt, in der sich die Menschen wie in der ehemaligen DDR verhalten. Oh nein. Ich bin in Armenien zur Schule gegangen, aber jetzt wohne ich in Frankreich. Ich bin in Indien zur Schule oder in die Schule gegangen. Okay? I am correcting your sentences here. Ich liebe deutsche Städte. This is how you would... Oh, sorry. Ich liebe deutsche Städte. Zum Beispiel Dresden, Berlin, Zwickau. CK. Meißen. Not sure if you maybe write that with a SZ. Meißen, ja, SZ, Meißen und Chemnitz. So. Interessant. Ich habe 24 Jahre in der Türkei gelebt und ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Sehr gut. Okay, das nächste Verb. Wir reden jetzt über das Verb essen, to eat. Very important verb. Essen, to eat. We use that verb every day because we eat every day, right? Let's talk about what we like eating. Ich esse gerne Aufläufe. I like to eat... Aufläufe is... I cannot think of the word. Casseroles, yes. Casseroles ist Aufläufe. Ich liebe Aufläufe. Morgen mache ich einen Kartoffel-Lauch-Auflauf. I love that. So tomorrow I'm going to make a potato leek casserole. Genau, mit veganem Käse. Sehr lecker. Ich esse gerne Eier und Burger oder Fleischburger. This is not correct. Ich liebe essen Äpfel. Ich esse gerne Äpfel. Ich esse gerne Äpfel. I like to eat apples. Ich esse gern Schokolade. Ich esse auch gern Schokolade. Oh, ich habe noch eine kleine Tafel hier irgendwo. I still have like a bar of chocolate somewhere here. Maybe I will get it later. Ich esse gerne Salat. You can say ich esse gerne Pizza. I like if you just talk about generally about pizza. Ich esse gerne Pizza. Ich esse jeden Tag Fleisch und Obst. Tag und Obst wird groß geschrieben, ja? Capitalized. Ich esse gerne Kebab. Ich esse gern Pizza oder Pasta. Pasta wird groß geschrieben, ne? Ich esse gerne Rindfleisch. I like to eat, beef. Okay, ich esse gerne Pizza. Ja, super. Ich esse gerne Vanilleeis. Vanilleeis wird zusammen, it's one word. Vanilleeis. Together. Okay? Ich esse gerne Vanilleeis. Okay. Ich esse gerne, Apfelstrudel. Do you guys like that? Apfelstrudel mit Vanillesoße. And I have like a favorite strudel, which is called a Kirschstrudel. That's my favorite strudel right now. And it's vegan, so I buy that a lot. I mean, I could make it myself, but I just buy it and put it into the oven.
Kirschstrudel mit Vanillepudding. Oh, das ist sehr, sehr lecker. Das ist von Koppenrad und Wiese, glaube ich. Ja. Kirschstrudel means cherry strudel mit Vanillepudding. With vanilla pudding. Das ist sehr, sehr lecker. Och, ich liebe das. Ich esse gerne Gulasch mit Paprika. Paprika mit A, okay. Ich esse gerne Salat mit, das wird so geschrieben. Ich esse gerne Obst. Ich esse auch gerne Obst. Momentan esse ich gerne Kakis. Kakis sind lecker. Ja, Kakis. Okay. Gestern habe ich, was habe ich gestern gegessen? Gestern habe ich Bratkartoffeln mit Tofu-Würstchen gegessen. What did you guys eat yesterday? Gestern habe ich Bratkartoffeln mit Tofu-Würstchen gegessen. So yesterday I ate fried potatoes with tofu sausages. Skip Yula, I guess you have to say, abends esse ich gerne einen Apfel. Or if you want to make it more complicated, bevor ich ins Bett gehe, esse ich gerne einen Apfel. Before I go to bed, I like to eat an apple. Gestern habe ich Milch, you forgot something, getrunken. Gestern habe ich Milch getrunken. Okay? So, gestern habe ich Biryani gegessen. Was ist das? Das kenne ich nicht. Ich esse gern Salat, sagt Gracie. You forgot the verb gegessen, Agbula. You have to say, gestern habe ich Pasta gegessen, okay? This is how you have to say it. So you have to add gegessen at the end. Yesterday have I bread with vegetables eaten. That's how we say it. Gestern habe ich Brot mit Gemüse gegessen. Yesterday I ate bread with vegetables. So, habe plus gegessen. This is the structure you have to use when you talk about the past, okay? Das ist richtig, Marc. Gestern habe ich Curry mit Gemüse gegessen. Funny enough, I'm going to make that tonight. Ich koche heute Curry mit Gemüse. Ich koche heute Curry mit Gemüse. Lecker, lecker, lecker. Und mit Kokosmilch, Coconut Milk und Brokkoli, Paprika, Möhren. Ja, und scharf. Ich esse gerne scharf. I like to eat spicy food, hot and spicy food. Ich esse gerne scharf. Guys, I think it's time for some practice. Let's practice. I will share my screen with you and it's time for you guys to practice together with me. Also, I'm inside our app right now, de.lingoni.com. That's where you can find it. So you could watch this video with Jacqueline, but we're not going to do that right now. You can download this worksheet right here, if you click right here, or you can go straight to the exercise. And we're going to do that together. Wir machen das jetzt zusammen, okay? So, das ist besser. Nummer eins, also der erste Satz, the first sentence. Can you guys help me? Könnt ihr mir helfen? Der erste Satz. Eliel, you forgot gegessen. Gestern habe ich Pasta und Hackfleisch gegessen. Gegessen needs to be at the end. You guys are forgetting that. Ja, ich sehe schon die richtige Antwort. Ich esse einen Apfel. I am eating an apple. Present tense. Ich esse einen Apfel. Okay, nächster Satz. Next sentence. Nächster Satz. Ja, das ist richtig. Ich esse einen Apfel. Der nächste Satz. The next sentence, please. Der nächste Satz. The next sentence. Könnt ihr mir helfen? Der Kaffee ist schon ein bisschen kalt. Gut, sehr gut. Anton isst ein Stück Kuchen. Anton is eating a piece of cake. Ein Stück Kuchen means a piece of cake.
ein Stück Kuchen. Okay. Und der nächste Satz. The next sentence. Wie ist der nächste Satz? Yes, we have an app on be.lingoni.com. But I would, if you are interested or if you want to try it out, you can use the link below. You can either do the 7-day free trial or you can get a 25% discount if you use the link below in the description. Because we don't have that discount right now on our website. It's just in the description or in the emails that you got today. Ja, richtig. Sie essen Spinat. They are eating spinach. Ich liebe Spinat. I love spinach. Ich liebe Spinat. Hm. Spinat ist sehr lecker und sehr gesund. Spinat ist sehr lecker und sehr gesund. Spinach is very delicious and very healthy. Genau. Und weiter. Die nächste Übung. Ich, Schokolade. I'm eating chocolate. Can you guys help me? Könnt ihr mir helfen? Was kommt da hin? Ja, super. Das ist richtig. Ich esse Schokolade. I am eating chocolate. Genau. Und weiter. Der nächste Satz. The next sentence. Der nächste Satz. You have to say, jetzt esse ich dunkle Schokolade. Now I am eating dark chocolate. Ja, das stimmt. Wir essen Eis. We are eating ice cream. In German it's just ice. Wir essen Eis. Okay. Und weiter. Der dritte Satz. The third sentence, please. Der dritte Satz. Ich habe jeden Tag Schokolade gegessen. I ate chocolate every day. Der dritte Satz. The third sentence. Scapula muss sagen, isst du einen Salat? Are you eating a salad? It's not ist. Ist. Two S's. Otherwise it would be is. To be. That's a different verb. Okay? Also, wir müssen... Hat jemand... Ja, du isst, Hani, das ist richtig. Ja. Isst du einen Salat? Isst du einen Salat? Ja, Gracie, das ist richtig. Mhm. Okay. Und weiter. So. Was müssen wir hier hinschreiben? What do we have to write into this blank here? Was müssen wir da reinschreiben? Salat ist gesund. Genau, Salad is healthy. Ja, ich esse auch gerne Salat. Aber es ist sehr viel Arbeit, Salat zuzubereiten. It's a lot of work preparing salad. Ich liebe Schweizer Schokolade. Ja, Schweizer Schokolade ist wirklich lecker. Hi Michael, schön, dass du da bist. Oder Michael. Michelle, du musst sagen, Katharina liebt es, Schokolade zu essen. Katharina loves eating chocolate. That's how you say it in German. Ja, natürlich habe ich Salz gegessen. Of course I ate salt. Okay. Also, wer kann mir helfen? What do I have to write into that blank? Wer kann mir helfen? Ja. Mögt ihr Tomaten? That's correct. Do you guys like tomatoes? Mögt ihr Tomaten? Or it can also be, how would you say, are you eating tomatoes? How would you say that? Nee, ihr, isst du Tomaten? That sentence is correct, but what about ihr, the conjugation of ihr?
Michael mag auch Schokolade oder liebt auch Schokolade. How would you say, are you guys eating? Are you guys eating tomatoes? I guess you guys don't really know the conjugation of essen yet. It's ich esse, du isst, er, sie, es isst, wir essen, ihr esst und sie essen. So the verb would be esst ihr Tomaten. Are you guys eating tomatoes? Okay, esst ihr Tomaten. Ja, Linda, das ist richtig. Du bist die Einzige, die es richtig hat. Esst ihr Tomaten, richtig. Der zweite Satz, the second sentence. Wir essen Freitag Pizza. Was müssen wir da hinschreiben? What do we have to write in that blank? Mehr als eine Antwort ist richtig. There's more than one answer correct. Richtig, wir essen am Freitag Pizza. On Friday we are eating pizza. Genau. Okay, und Nummer 3. Sophie is eating fries. Wie sagt man das? Sophie, Pommes. Hi Lynn, schön, dass du da bist. Ja, das ist die richtige Antwort. Sophie isst Pommes. Pommes sind nicht so gesund, ne? So, jetzt müssen wir Fehler korrigieren. Now we have to correct mistakes. Wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Sagt es mir. Wo ist der Fehler? Ja, super, Jimita. Sophie isst Pommes. Das ist richtig. Und wo ist hier der Fehler? Mit Tina, der Satz mit Tina? Ja, sehr gut, Jubin. Isst Tina Schokolade? I, nicht E, okay? Isst Tina Schokolade? Ist Tina eating chocolate? So, weiter. There are two possible answers here. Hier gibt es zwei Antworten. Maybe you guys can give me both answers. Ja. Ist Tina Schokolade? Ist richtig, ja. Du isst langsam, genau. You eat slowly or you are eating slowly, genau. Es könnte auch sein, du bist langsam. That means you are slow in general, not related to food. Genau, sehr gut, Skipula. Das ist richtig. Okay, und der dritte Satz. Ich, eine Bratwurst. Ja, richtig. Ich mag keine Pizza, ich liebe Suppe. I don't like pizza, I love soup. Mhm. Der dritte Satz. Wo ist der Fehler? Where is the mistake? Ja, mit 2 S. Jonas hat recht. Ich esse eine Bratwurst. So, jetzt müsst ihr gut zuhören. Now you guys have to listen carefully. Ihr müsst gut zuhören, okay? Ihr müsst gut zuhören. Ich spiele das jetzt ab, Moment. Ich esse einen Salat. Und nochmal. Ich esse einen Salat. Was habe ich gesagt? Könnt ihr mir helfen? Ja, super. Ich esse einen Salat. Sehr gut.
Ja, sehr schön. I am eating a salad. So, die nächste, denn ja, der nächste Satz. Er isst einen Apfel. Er isst einen Apfel. Er isst einen Apfel. Ja, super. Er isst, er, nicht ihr, aber er isst einen Apfel. It would be, ihr esst einen Apfel, ne? Er isst einen Apfel. Richtig. Okay, und der dritte Satz. Anna isst eine Banane. Anna isst eine Banane. Was muss hier rein? Was müssen wir hier reinschreiben? Ja, Banane mit E, ne? Saif hat recht. Anna isst eine Banane. Oh, wait, no. That's not correct. Das ist richtig. Anna isst eine Banane mit E. Okay? Ja. Richtig. Anna isst eine. And remember, in our app, you always need proper punctuation at the end, okay? Weiter. Was ist das Baby? What is the baby eating? Sushi, eine Currywurst, ein Steak oder Brei? Was denkt ihr? What do you guys think? Ich esse nicht so gerne Bananen. Brei. Brei is like porridge for babies. Brei. Okay? Weiter. Was gehört zu Obst? What belongs to fruits? Banane, Currywurst, Bratwurst oder Pizza? What do we refer to as Obst? Was denkt ihr? Banane, genau, Banane. Was ist ein Nudelgericht? What's a pasta dish? Chips, Spaghetti Bolognese, Pudding oder Kuchen? Was ist ein Nudelgericht? What's a pasta dish? Was denkt ihr? Puh, ich muss mir eine Weste anziehen, mir ist ein bisschen kalt. Was ist ein Nudelgericht? Ja, Spaghetti Bolognese, genau. So, ich hoffe, alles ist richtig. Puh, alles ist richtig. Okay, perfekt. So, dann. Guys, let's continue with verbs. We talked about a lot of verbs already, but we're not done yet. The next verb we're going to talk about is kaufen, to buy, kaufen. Ich kaufe ein Geschenk. Du kaufst nichts. You are not buying anything. Er kauft zu viel. He buys too much. Sie kauft alles. She's buying everything. Wir kaufen, was kaufen wir? Wir kaufen einen Pullover. We are buying a sweater. Ihr kauft komische Sachen. You guys buy weird stuff. Sie kaufen sie kaufen einen Koffer. They are buying a suitcase. And new formal. Sie kaufen Tickets. You are buying tickets. Ihr seid dran. You guys have to make a
an example, please. Oh, we can also talk about the past. Ich habe gestern neue, was habe ich gestern gekauft? Ich habe gestern, was habe ich gekauft? Ich glaube, ich habe gar nichts gekauft. Ich habe gestern, ein neues Kabel gekauft. Yesterday I bought a new cable. Ich kaufe Obst und Gemüse. I am buying fruits and fruits and vegetables. Genau. Ich kaufe ein Auto. I'm buying a car. Mhm. Meine Schwester hat mir eine Flasche gekauft. My sister bought me a bottle. Und die anderen? Ich kaufe eine Lampe. Ne? Kaufe. Ohne N. Genau. Skepula, du musst sagen, meistens kaufe ich mir Lebensmittel. Meistens means most of the time. Okay. Ich habe gestern Obst gekauft. Yesterday I bought fruit. You can also say eingekauft. Einkaufen means more like buying groceries. Ich habe gestern eingekauft. I bought groceries yesterday. Okay. Ich habe gestern ein Kleid gekauft. Okay. Ich kaufe viel Obst. I buy a lot of fruit. Obst wird groß geschrieben. Okay. Wir machen weiter mit dem nächsten Verb. Das nächste Verb ist, was ist denn das nächste Verb? Höre. Hören. Hören means to hear or also to listen, depending on the context, okay? Zum Beispiel. Ich höre nichts. Ich höre nichts. I don't hear anything. Oder ich habe nichts gehört. I didn't hear anything, past tense. Du hörst Musik. You, informal, are listening to music. Er hört dich nicht. He doesn't hear you. Sie hört nie zu. Actually, zuhören is another verb, which means to listen. So to listen in the sense of listening to another person. You just don't want to listen. You're not interested, so you don't listen, right? So that type of listen. Also, sie hört nie zu means she never listens. She's just always distracted and does other things. Wir hören die Kinder. We hear the kids. Ihr hört uns oder you hear us, don't you? Sie hören schreckliche Musik. They're listening to terrible music. Sie hören schreckliche Musik. Was hören Sie gerne? What do you, formal, like to listen to? Was hören Sie gerne? Jetzt seid ihr dran. Ihr müsst jetzt Beispiele schreiben. You guys have to make examples. Ich höre gerne Musik. Yes, I like to listen to music. Wenn ich fahre, höre ich gerne Radio. You don't have to say das Radio, just Radio. Höre ich gerne Radio. Während ich meine Hausarbeit mache, höre ich deutsche Lieder. Während ich meine Hausarbeit mache, höre ich deutsche Lieder. So while I do chores, I listen to German songs. Ich höre viele Geräusche. I hear a lot of sounds or noises. Ich höre gerne Musik. I like to listen to music. Jubin, ich liebe es, klassische Musik zu hören. That's already a pretty advanced structure in German. I love listening to classical music. Oder ich höre gerne klassische Musik. Ich höre gerne Bollywood-Musik, okay. Das ist auch ein schöner Satz. Könntest du mir bitte gut zuhören? Could you please listen well to me? Ja. Hani, du musst sagen, ich höre gerne Podcasts. I like to listen to podcasts. Ich höre gerne Podcasts. Ich habe Architektur studiert. Okay, ich höre Musik. Okay, das ist auch cool. Ich höre Musik, um mein Deutsch zu verbessern. You just have to put a comma after Musik, okay? Ich höre Musik, um mein Deutsch zu bessern.
Ich höre gerne religiöse Musik. Okay. Ja, sehr gut. Wir haben jetzt genug geredet über Hören. So, das nächste Verb ist fühlen, to feel. That's also a very important verb, I think. So we can ask someone, wie fühlst du dich? It's a reflexive verb in German, sich fühlen. You cannot just say, wie fühlst du? Wie fühlst du? Wie fühlst du? No, that's weird. Wie fühlst du dich? How do you feel? You can say, ich fühle mich gut. I feel good. Oder ich fühle mich nicht so gut. I don't feel that well. Ich fühle mich schlecht. I feel bad. Oder ich fühle mich elend. I feel miserable. Elend means miserable. Genau. Gestern habe ich mich den ganzen Tag schlecht gefühlt. Yesterday I felt bad all day. Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich sehr gut. Ich fühle mich gut. Okay. Genau, das stimmt. Man sollte kein Fleisch mehr essen, damit wir dem Planeten nicht mehr schaden, ne? Das stimmt, weil die Landwirtschaft schadet mehr als die fossilen Brennstoffe, sagen viele Studien, ne? If you want to say, I feel cold, you cannot use fühlen. You would say, mir ist kalt. Or you can also say, mir ist arschkalt. That's like, I'm super cold, ja? Yeah? Gestern habe ich mich den ganzen Tag gut gefühlt. So yesterday I felt good all day. Genau. Ich fühle mich ganz wohl. That means I feel comfortable. I feel well. I'm at ease. Ich fühle mich ganz wohl. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. I don't know how I feel. Okay. So, das nächste Verb. Brauchen. Brauchen, to need. Ich brauche eine Umarmung. I need a hug. Die Umarmung, the hug. Ich brauche dich. I need you. Ich brauche dich. Oder ich brauche dich nicht. I don't need you. Ich brauche dich nicht. If you ask a question in German, in the present tense, you just say, or, well, if, and there is a question word, then it's structured like this. Was brauchst du? What need you? Was brauchst du? Brauchst du meine Hilfe? Do you need my help? Brauchst du meine Hilfe? Braucht er Unterstützung? Does he need support? Brauchen wir etwas? Do we need something? Brauchen wir etwas? Ja. What do you guys need? Was braucht ihr? Was braucht ihr? Ich fühle mich, Moment, ich fühle, das ist was anderes. Ich brauche einen Pullover. I need a sweater. Genau, sehr gut. You cannot say, you cannot use it in the sense of I need to. That's a different verb. In that case, you have to say, ich muss Deutsch lernen. I must learn German. Okay. Wie ist das Wetter bei dir? Ugh, es ist kalt. Es ist kalt und grau. It's cold and gray. Ugh, ich hasse dieses Wetter. Ich hasse dieses Wetter. Oh, talking about hating something. There's another Livestream coming up next week. It's on. When is it? Moment, ich gucke. Am 15. Dezember, on December 15th, there is a Livestream about loving, hating, liking, and all the emotion verbs, like what you like to do, what you hate, what you prefer. That's on Thursday. Genau. Ja. Ich brauche eine neue Wohnung. I need a new apartment.
Monet, you cannot say it that way. Ich muss mein Masterstudium beenden. I have to finish my master studies. Ich brauche ein Handy. Ich brauche dich wirklich, Jenny, um mein Deutsch zu verbessern. Deutsch wird mit T geschrieben, ne? Deutsch, so. Hier ist es kalt und wir haben Schnee. Schnee ist aber schön zum Skifahren, ne? Marc, ich muss Deutsch sprechen. So, need to means müssen in German. And just need means brauchen, okay? There are two different verbs in German. Ja, das ist auch richtig. Nee, das ist nicht richtig. Ich brauche einen Deutschkurs, um meine Prüfung zu bestehen. You have to use the infinitive at the end with um zu, ja? Bestehen. Okay, wir machen weiter mit dem Verb tragen. Tragen has two meanings. Tragen can be to wear or to carry, depending on the context. No? Ich trage eine schwarze Weste. Ich trage eine schwarze Weste und einen schwarzen Pullover. And a black sweater. This is like it sounds a bit formal when I say that. If I want to speak the way we speak every day, like colloquial, I would say, ich habe eine schwarze Weste und einen schwarzen Pullover an. So, anhaben means to have on. That's what we use a lot more when we speak, okay? Ich trage ein schönes Kleid. I'm wearing a nice dress. Willst du den Fernseher alleine tragen? Yes, tragen also means to carry something, right? Genau. Would you want to carry the TV all by yourself? Der Livestream am Donnerstag ist um 18 Uhr. It's at, let me confirm. Moment. It's this Is Thursday the 15th? Moment mal, ich gucke. Genau, Donnerstag um 18 Uhr. So, Thursday at 6 p.m. is my next live stream. Okay? 18 Uhr. Am Donnerstag, also mein nächster Livestream ist am Donnerstag um 18 Uhr deutsche Zeit. Ja? So. Ich brauche viele gute Lernmaterialien. Dann schau mal vorbei auf unserer Website. You can check out our website. Or you can use the link below because we have some discounts for all of you people in the live stream. The link is below. And the try link as well, if you want to try it out first. Heute tragen Kinder zu viele Bücher in die Schule. Ja, das kann sein. Das ist sehr schwer, ne? Der Rucksack ist dann sehr schwer. Ich brauche neue deutsche Wörter. Okay. Gerne, Marc. Er trägt eine Brille. He's wearing glasses. Glasses ist eine Brille. Okay. Glasses. Eine Brille. We say a glasses in German. It's singular in German, but plural in English. Yeah. So, wir machen weiter mit dem nächsten Verb. We're going to continue with the next verb. The next verb is suchen, to look for or to search. Okay. Suchen. Ich suche meine Brille. I'm looking for my glasses. Oder ich habe meinen Hund gesucht. Er war, this happens to me a lot, er war unter der Bettdecke. He was under the covers. I was looking for my dog. He was under the covers. Ich habe meinen Hund gesucht. Er war unter der Bettdecke. Wen suchst du? Who, Akkusativ, who are you looking for? Ich habe dich gesucht. I was looking for you. Wo warst du? Where were you? Wo warst du? Ich suche einen Deutschkurs. Yes, I'm looking for a German course. Ja. Yeah. This is an interesting German saying, and I think it's true. Wer sucht, der findet. So if you're looking for if you're looking for something, you will eventually find it, what you're looking for.
Meistens. Stuart, du musst sagen, ich suche, das ist Akkusativ. We talked about that in the last live stream. Ich suche meinen Autoschlüssel. I'm looking for my car key. Ich suche meinen Autoschlüssel. Ich muss einen Job suchen. I have to find a job. Or we, in German, we prefer to say, ich muss einen Job finden. I have to find a job. Gut. Ich suche meine Katze. Sie hat sich irgendwo versteckt. Irgendwo, this is how it's spelled. Irgendwo. So I'm looking for my cat. She hid somewhere. Ich habe es in einem Hotel gelernt, als ich mit deutschen Gästen arbeitete. Ach so, cool. Ja. Ich suche die Fernbedienung. I'm looking for the remote control. Ja. Ich suche ein Weihnachtsgeschenk. I'm looking for a Christmas present. Ich suche meine Uhr. Okay. Gut. So, Moment. Kosten, to cost, Kosten. Wie viel kostet das? How much does that cost? Eine Antwort wäre, das kostet sehr viel Geld. That costs a lot of money. Oder wie viel kosten, Moment mal, wie viel kosten die Kartoffeln? How much are the potatoes? Actually, it should be like this. Dieser Livestream ist kostenlos. This Livestream is free of cost. Und unser Trial ist auch kostenlos. Our trial is also free. It's in the description below the link. Genau, das Auto kostet 20.000 Euro. The car costs 20.000 Euros. Der Pullover hat nur 15 Euro gekostet. The sweater only cost 15 Euros. Now it's your turn. Die Jacke, nicht der Jacke. Jacke ist feminine. Die Jacke kostet 50 Euro. Ja, wie viel kostet die Tasse? How much is the cup? Wie viel kostet der Pullover? Wie viel kostet der Pullover? Es kostet viel Geduld, mit Kindern zu arbeiten. Yes. You need a lot of patience to work with children. Or it costs patience. Ich suche ein Lernportal, sodass ich besser Deutsch sprechen kann. Dann schau mal den Link. Look at the link in the description below. Or you can go to de.lingoni.com to look for more information. Okay? So. Ja. Ja, heutzutage kostet alles viel mehr als vor einem Jahr. So nowadays everything costs a lot more than a year ago. Wie viel kostet dein neues Handy? Or in the past tense, wie viel hat dein neues Handy gekostet? Barati, ich suche einen Hund. Akkusativ, okay? Ja, guter Satz. Der Kurs kostet nicht so viel. Mhm. Okay, war's das? Das nächste Verb. Let's talk about separable verbs. Anrufen is a separable verb. To call someone on the phone. Anrufen. Zum Beispiel, ich rufe dich in 5 Minuten an. I'm gonna call you in 5 minutes. Ich rufe dich in 5 Minuten an. Oder er hat mich gestern angerufen. He called me yesterday. You can say, was kostet das as well? Wie viel kostet das oder was kostet das? Das geht auch. Ich rufe dich an. I'm calling you. Mhm.
Habt ihr weitere Beispiele? Do you have? Ja, sie hat noch nicht angerufen. You don't need the question mark. She hasn't called yet. Jeden Morgen rufe ich meine Eltern an. Meine Eltern, okay? Meine Eltern. Ich rufe meine Freundin an. I'm calling my friend or girlfriend. Genau. Und die anderen, habt ihr noch mehr Beispiele? Barati, ich suche meinen Sohn. I'm looking for my son. Ich rufe dich morgen an. I'm calling you tomorrow. Nicht rede. Rede ist to talk. Rufe. Ich habe gestern meine Freundin angerufen. I called my friend or girlfriend. You have to say angerufen. It's an irregular verb. Ich habe dich gestern angerufen. Okay? Ich rufe dich an, wenn der Unterricht vorbei ist. Unterricht ist capitalized because it's a noun. Ich rufe dich an, wenn der Unterricht vorbei ist. Oh, I'm starting to get like a weird voice. Ich muss aufhören zu reden. Mark, du bekommst, you get like a certificate of completion. Or you can finish our course and go to like an official institution like Goethe or Tech and do an official exam there, okay? Könntest du mich morgen anrufen? Could you call me tomorrow? Mm-hmm. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Gut. Ich muss meine Lehrerin anrufen. Gut, super. Sehr schöne Beispiele. I think, let's talk about the last verb, because I'm starting to lose my voice, so I have to stop talking. Vergessen, to forget. That's not a separable verb. Vergessen, to forget. Ich habe den Termin vergessen. I forgot the appointment. Oder ich habe vergessen, dich anzurufen. I forgot to call you. Du vergisst immer meine Adresse. You always forget my address. Ja, ruf mich an would be the infinitive. Call me. Ruf mich an. Okay? So, was habt ihr vergessen? Rosalind, you have to say, gestern habe ich meine Tochter angerufen, okay? Genau, ich habe einmal Russisch gelernt, aber ich habe schon alles vergessen, yes. I learned Russian, but I forgot everything already. I feel you. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich vergesse meine Telefonnummer, ja. Telefonnummer, so schreibt man das. Ich habe den Unterricht mit Jenny nicht vergessen. Den Unterricht. Wie viel kostet der Rock? Ich habe meine Geldtasche vergessen, okay. Ja. Ich habe meine Telefonnummer vergessen, gut. Okay. That was nice today. Es war schön heute mit euch. Es war schön mit euch. It was nice with you guys. Es war schön mit euch. Wie hat euch der Livestream gefallen? Wie hat euch der Livestream gefallen? How did you like the Livestream today? Eins ist sehr schlecht. Und 10 ist sehr gut. Can you guys give me a grade? Könnt ihr mir eine Note geben? Könnt ihr mir eine Note geben? Das ist immer eine Motivation für mich. Okay, cool. Danke, Egon. Danke, Danielle. Okay, schön. Schön, dass es euch gefallen hat. Wow, heute sind die Noten sehr gut. Das ist schön. Ja. How long should the live stream be? Should it be 1 hour or 2 hours? Also wie lang sollte der Livestream sein? 1 Stunde oder 2 Stunden oder 1,5? So, how long should the live stream be? 1 hour, 2 hours, or 1.5? Danke, Gracie. 1 Stunde, 2 Stunden, 1 Stunde, okay.
you ask me, we could go like this for the whole day. Okay, maybe one day when I'm in a really good mood and very relaxed, we can have a live stream all day. But yeah, I'm not there yet. Correcting your mistakes while I read your answers. Es hat Spaß gemacht, Fragen stellen zu können. Cool. It was fun asking questions. Anderthalb. Anderthalb Stunden means 1.5 hours. Okay. Gut, heute haben wir 1:20 geredet. Oder 1:15. Super. Vielen Dank. Ihr wart sehr aktiv heute. You guys were very active today. Ihr wart sehr aktiv heute. Das ist cool. Das ist sehr cool. Vielen Dank. Und wir sehen uns am Donnerstag. Donnerstag um 18 Uhr deutsche Zeit. Thursday, 6 p.m. German time. Okay? Wir sehen uns am Donnerstag. Ja, das sind sehr viele Informationen in einem Livestream. Das stimmt. Ja, wir machen bald auch wieder B1 und B2. Ja, jetzt gerade fokussieren wir uns auf A1 und A2. Aber im nächsten Jahr machen wir wieder B1 und B2. Vielen Dank, schönen Sonntag. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. I wish you guys a very nice Sunday. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. I can, yes, and I will. I will write that down. You can still watch the live stream. It's gonna be on the channel after I end the broadcast. Ja, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis Donnerstag. Tschüss. Bis Donnerstag. Tschüss.